Also kommen zum nächsten Folge in Daily 7. Ja, Daily 7. Ich kurz rüber geschaut, weil. Weil, ja, Daily 7 geht schon. Daily. Kommt noch. Bis ein. Bin ich am Einreise was Schönes kommen, aber da muss ich gucken, ob da. Film darf oder auch nicht. Ich dann nur die. Ja. Ja. Ich bin immer noch nebenbei. Ja, ist aber nicht hören. Nur die Musik und die. Ja, sauber klein. Ich halt nicht viel vorstellen. Meine Meinung. Ich hol's das Spiel auf jeden Fall, aber es ist außer. Es kommt am 8. In 8 Tagen kommt das Spiel raus. Ungefähr Freischaltung des Spiels. Verfügbar ist der 20. ist ein Donnerstag. Ja, Wochenende. Leute, die Hintergründe. Okay. So aussehen ist. Ich eigentlich fallen. Alles sieht gleich hier. Wo ist meine Bildschirmaufnahme? So. Diese Gitarre. Zum Beispiel die auf. Ja. Ah. Hat. Esatu hat einen Rücken. Gerne. Nein. Aber. Kurze. Ohne Ausmusik. Kommst du noch dahinter? Hallöchen und herzlich willkommen. Wir gucken uns heute dieses Spiel an. Und das ist Gigantix. Ich hatte das schon am Wochenende. Stopp. Es gibt schon aber auf der Website, die auch alles in der. Einfach mal gucken. Klicken. Dieses Spiel möchte ich am 20. holen. Ist free to play. Ist irgendwie. Ich möchte kein anderes Spiel da reinziehen. Es ist. Ja. Vielleicht Paladins und Quatsch abgewandelt. Aber ja. Ist auch ein Mobile-Spiel. Ja, es gibt schon das Spiel öffentlich auf Xbox und Windows, aber da musst du in der Website anmelden und ich einen Launcher und dann nochmal anmelden. Nein, ich kann bis 20. Juli warten, da das Spiel dann öffentlich für Steam-Nutzer rauskommt. Ja. Deswegen schaue ich nicht. Wochenende am Samstag bei Mammut LP im Livestream mitgezockt und ich muss sagen, klar, man muss sich jetzt erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, aber alles in allem muss ich sagen, ist geil. Geiles Internet. 50k und trotzdem Das Spiel recht interessant. Man muss natürlich ein bisschen was üben. Was sieht hier so? Logisch, Übung ist ja überall dabei. Aber ich finde es nicht verkehrt so. Ich bleib bei dem, glaube ich. Auch Helden, auch 5 Helden und 5 Helden. Ich will nicht. Ich spiele im Übrigen gegen Bots. Ja, das tue ich auch später dann, weil es ist. Ich glaube, jedes Spiel ist so viel Erfolg. Als wir den Abend gegen die Gegner gespielt haben, das hat echt übel. Tut mir leid, Arm, ich. Das geändert. So, und zwar habt ihr hier euren Champion und hier unten links an der Seite seht ihr jetzt großer Feuerball. Das ist eure Fähigkeit, die ihr skillen könnt. So skillt ihr das. Ihr könnt natürlich auch das untere drücken, dann könnt ihr euch die Fähigkeit aussuchen, die ihr als erstes skillen wollt, aber alles in allem
Ja. Ja gut, ich will so nicht einblicken. Komm, ist dazu. Ja. Ja, erstmal weiter. Die Seite ist auf Steam. Es ist halt 20. Steam. Aber ich kann auch die Homepage. Das Spiel verlinkt. Ja, please. Und ja. Hier ist die Homepage. Und die Spiel da halt aufgebaut. Ja, nichts dazu sagen. Es ist was anderes als Paladin Overwatch. So. Bitte. Thanks. Eigentlich ja. Aber, naja. Außer Renz, ihr lebt das Geschäft halt. Kann ich. Ja. Was kenne ich von Paladins? Ja. Switch, Dings, Dings, Dings. Die gerade holen kann und das Ding da, das ist diese Launcher. Extra neu anmelden, nein, danke. Ja, es gibt immer dieses Standard wie Paladins oder Overwatch auch angewandt, so. So wie Helden. Ich möchte halt auch in das Spiel eine Chance lassen. Und ja. Blanks. Nee. Blanks und. Kämpfer. Ja, Heiler, Beschwörer und Zauberer. Alles klar. Spiel. Sieht. Nice aus. So, ja, das ist die Homepage. Ich möchte halt, bin am Überlegen, ob das Spiel auch zeigen. Ich habe allerdings hier aufgehört. Ich wollte alle Herrn Champions eigentlich zeigen, was so können. Vielleicht kommt mir auch. Ich glaube nicht, weil es so schön ist. Neuigkeiten. Hier ganze Helden, schätze ich mal, sehen. Und hier sieht man. Die sieht man ja schon. Ist hier ja nicht Paladins, könnte auch Paladin sein, aber nur Schneckter. Nein, ist ein bisschen Cloud, könnte sein. Ich auch keine Vermutung anstellen, aber meine, ich möchte eigentlich nichts dazu sagen. Vielleicht ist Paladins, ich glaube nicht. Ich will nur sehen und ja, Dings. Ist Form? Ah, Community, stimmt. Nein, ich will keine Community öffnen. Das ist ja Bestseller, was so Bestseller kann. Livestreams. Das Spiel ist top, hoffe ich. Wenn Misato so sagt, auch top ist. Ich jedes Mal wirklich holen, dass hier ganz Livestream auf Twitch. Ja. Ja. Ist das geht? Oh ja, schnell. Das ist das Programm. Hier steht installieren. Wieder bin ich installiert. Ich warte, bis Steam draußen ist. Da gleich drauf eingehen. Die Seite und die Steam kommt. Alles in der Beschreibung. Ja, und es hat auch. Ja, das Spiel ist kostenlos. Wird auch kostenlos bleiben, hoffe ich. Wenn da Free to Play ist, dann kostenlos. Paladins. Üb, üb. In Gigabyte. Mobile. Perfekt. Ist auch nicht so bekannt wie die Overwatch. Paladins. Gut, Paladins hat 1,5 Millionen Nutzer zusammen auf der Konsole. Könnte sein. Wie viel PC überhaupt? Ich glaube, keine Zahlen nennen, dann auch PC. Konsolen.
Ja, Konsolen sind nur Xbox, PS4 kommt vielleicht, könnte auch sein, damals bei Paladins auch verzögert war. Konsolen möchte erstmal, ich glaube, fast jedes Spiel auf PC erstmal rauskommen soll. Mehr und dann vielleicht nur weiter Konsolen. Und hier steht Betriebssystem, was so rum und so. Ja, und ich glaube, das war das Maximum. Das Minimum steht bei Steam. Ja, das ist. Diese Grundanpaar geht nicht überhaupt. Ich hab geguckt überall. Ach ja, jeder guckt sich überall ab, oder? Wir gut haben. Ja, ist gut. Ist auch ein USA-Ding. Ja, alles klingt auf mich. Nein, ich. Ah, Steam. So anmelden kann. Wozu habe ich das? Es kann auch per Steam runterladen. Über Steam. Bin am Überlegen, ob so runterladen. Über die Webseite hier downloaden. Hier spielen und so. Aber da mich anmelden in Paladins eigentlich genauso. Ach, ich bin am Überlegen, ob ich warten noch. Jemand anders noch dazu und möchte. Ja, wann sie sagen, sie ist bei Steam veröffentlicht, aber das Spiel könnt ihr schon eher spielen, bitte auf der Seite dann aufgehen. Wenn ihr noch warten möchtet, dann über Steam downloaden. So, und hier steht das Minimum. Hier steht da auf der Seite ist Max. Hört sie mal. Ja. Das Spiel ist schön. Ich kann hier mal wirklich durchschauen. Sieht sowas von schön aus. Ist was anderes als Paladin oder Overwatch, aber ja. Ist keine Produktplatzierung ist Video. Ich möchte halt nur Spiele vorstellen, die ja vielleicht spielen kann. Wenn ich nächster Tag es kommt, das Spiel wirklich auf meinem Kanal zum Anspielen. Ich will mich wieder anmelden. Wenn da steht, muss ein Account haben von Dingsy, dann ja, egal wo, downloaden, ob auf der Seite oder hier, wo die hier in Steam dann rein geht. Ja, ich trotzdem mal schauen, gucken, wo ich downloaden, extra oder über Steam. Über Steam noch dauert und über Seite kannst du eher spielen. Ja, und ich downloaden, ja, das ist meine Wunschliste, aber ich bin am Überlegen, ob schon das Download und mit den anderen Kollegen einfach mal gucken. Warte, wir keine 2 Minuten schon wieder. Mann. Haut rein, ciao. Euer Leo.